gesuchtet. Wir fangen im Zweier an. Und da ist er jetzt endlich, Moritz Jahn aus der Serie Dark. Ich habe die Serie gesuchtet und ich kann auch sagen, geiler Auftritt. Und wie ist es jetzt für dich sozusagen, jetzt bei der neuen Show zu sein von Maren und Jantje? Ich freue mich dermaßen. Es ist irgendwie, ja, es ist wahnsinnig schön, das ganze Team gerade zu sehen und jetzt zu sehen, woran sie gearbeitet haben und womit die als nächstes um die Ecke kommen. Ja, es ist wie ein Klassentreffen. Also es ist toll zu sehen, was jetzt weiter entsteht. Da ist ja so viel von Team dabei, was auch bei Dark dabei war. Und ich bin sehr gespannt, hier zu sein, an einem Ort, wo wir für Dark auch gedreht haben. Also irgendwie jetzt coming home. Und der halbe Cast ist ja auch da. Habt ihr noch Kontakt miteinander? Ist das sozusagen wie so eine große Family geworden? Ja, absolut. Doch, doch. Also wir haben Kontakt, wir haben auch mit Bo und Jantje Kontakt und es ist schön zu sehen, wie alle ihre Wege gehen und wie wir jetzt hier wieder zusammenkommen und das feiern können, was Bo und Jantje weiter machen und was für Geschichten die zum Leben erwecken. Ja. Und eine letzte Frage, du machst ja Musik. Ja. Was bedeutet das sozusagen jetzt eben nicht nur zu Schauspielern, sondern eben auch Musik zu machen und eben auch in dieser Form kreativ zu sein? Ganz viel tatsächlich dieses Jahr live auf der Bühne zu stehen und mit Menschen zu interagieren, weil das waren die ersten Shows nach der Pandemie und wir haben in Läden gespielt, wir waren die ersten teilweise, die im April wieder gespielt haben und das war irgendwie eine andere Interaktion auch, direkt vor Menschen zu spielen und Musik zu machen und live was irgendwie zu verbinden. Super, sehr geil, ich danke dir. Hi. Ja, danke schön. Können wir noch kurz ein Foto machen? Na klar. It's look at that. Okay, you look good. You been to some? Huh? You been to some? I've been to some. Oh, there you go. Sorry, what was the question? Yeah, the question was, what was the most interesting? Yeah, thank you.